So, hallo zusammen. Heute mal ein kleines Themenvideo. Hatte ich ja drüber gesprochen, dass ich mir da mal Gedanken drüber mache. Und dann Ende der Woche mal mit einem anfange. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr das ja auch weiterhin haben wollt. Dann denke ich mal, können wir mal gucken, alle 1 oder 2 Wochen, dass wir da mal ein bisschen was machen. Und dann mal uns über so ein paar Themen unterhalten. Ich wollte eigentlich mit was anderem anfangen, aber ich habe mich heute für das Thema Stress entschieden, weil das eigentlich auch ganz gut zu der Situation gepasst hat, die wir hier hatten. Und ich einfach auch festgestellt habe anhand einiger Kommentare, dass da doch hier und da vielleicht noch so ein, zwei Unklarheiten drüber bestehen. Genau. Schreibt mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Damit ich mir die Arbeit nicht umsonst mache, denn wenn er sagt, das ist Quatsch, dann lassen wir das halt eben zukünftig wieder. Dann belassen wir es bei den Berichten. Genau. Eine Bitte habe ich, und zwar ist es so, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, deswegen bin ich der Meinung, ich müsste euch das immer mitteilen. Es ist aber halt eben so, dass ich im Laufe der Jahre ziemlich vieles ja, angesammelt hatte, auch durch meinen. Durch mein berufliches Wirken ist da halt eben so ein bisschen, ich sag mal, Hintergrundwissen da, was, denke ich mal, nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Und von daher lasse ich euch daran teilhaben. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich nicht der Weisheit letzter Schluss bin. Deswegen ist natürlich jeder eingeladen, auch gerne in den Kommentaren zu diskutieren oder halt eben auch andere Sichtweisen zu präsentieren. Aber, und das ist meine Bedingung, das muss vernünftig ablaufen. Das heißt, auf Sachebene, es wird nicht beleidigt, es wird niemand an den Pranger gestellt und ich möchte auch niemanden sehen, der andere beleidigt. Ich habe das jetzt hier 2, 3 Mal bei Kommentaren erlebt, dass da jemand blöd von der Seite angemacht wird. Das will ich hier nicht sehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist momentan sowieso eine schräge Zeit, generell für viele. Und der Aggressivitätslevel in der Gesellschaft ist eh ein ziemlich hoher mittlerweile, wie ich finde. Und das will ich hier auf der Seite einfach nicht haben. Wer da ein Problem mit hat, der soll sich eine andere Seite aussuchen. Aber hier bitte nicht. Genau. Ja, würde ich sagen, fangen wir an. Damit ihr nicht nur die Präsentation sehen müsst, habe ich mal ein bisschen was versucht. Ihr könnt mir mal mitteilen, wie euch das Format gefällt. Ob das so okay ist oder ob ihr da gerne mal was anderes hättet. Ich bin da ziemlich flexibel und da ich das zum ersten Mal mache, bin ich auch relativ offen, um Sachen auszuprobieren. Das macht mir halt eben anscheinend Spaß und deswegen nehme ich mir auch gerne die Zeit dafür. So, fangen wir an. Stress bei Hunden von und mit Chris und Robby, wie man deutlich sehen kann auf dem Bild. Unterhalten wir uns mal ein bisschen über das Thema Stress. Ich habe das ein bisschen aufgebaut und gegliedert. Zum einen geht es um die Frage, vielleicht habt ihr schon mal gehört, Eustress und Distress, das sage ich gleich mal zu. Dann, was ist Stress überhaupt, die körperlichen Auswirkungen auf den Hund? Dann gibt es einen gesunden Stressablauf, so wie er eigentlich sein sollte, wenn alles in Ordnung ist. Es gibt einen ungesunden Stressablauf, der krank macht. Dann gibt es, das ist meine Idee, die Dreierregel, so habe ich mir das immer aufgebaut. Und dann letzten Endes eine kurze Zusammenfassung, die sehr kurz ausfällt. Denn eigentlich ist das Thema Stress von der Systematik her ein ganz einfaches. Fangen wir mal an mit Eustress und Distress. Gibt es das wirklich? Das ist die Frage. Also Begrifflichkeiten aus der Psychologie verwenden den Begriff Eustress und verbinden den mit dem sogenannten positiven Stress und Distress mit negativem Stress. Positiver Stress kann alles Mögliche sein, hier zum Beispiel wie ein Lottogewinn, Traumhochzeit, ja, extreme Freude. Löst positiven Stress aus. Demgegenüber steht der De-Stress, wie zum Beispiel, ich fahre mein Auto zu Schrott oder halt eben Trauerfall oder ich habe ansonsten irgendein schwerwiegendes Erlebnis, was mich wirklich nach unten zieht. Die Theorie aus der Psychologie hat besagt, und zwar sehr lange, dass Eustress gut ist und De-Stress ist schlecht. Warum kam man auf diese Idee? Ist eigentlich relativ einfach. Wenn ich einen Lottogewinn habe, freue ich mich wie ein kleines Kind. Beim Trauerfall fange ich in der Regel an zu weinen oder bin halt eben sehr lethargisch in mich gekehrt. Und dann hat man gesagt, naja, wenn man halt eben sich in dem einen Fall gut fühlt und im anderen Fall schlecht fühlt, dann hat das ja auch entsprechend positive, negative Auswirkungen auf den Gesamtkörper. Heutzutage ist man da glücklicherweise ein bisschen weiter.
So, dass wir halt eben uns die Frage stellen müssen, stimmt diese Theorie? Ist euch Stress, also positiver Stress, wirklich besserer Stress als der Distress? Dazu müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist denn Stress überhaupt? Ja? Und Stress ist im Prinzip nichts anderes als eine körperliche Reaktion auf eine Veränderung in meinem direkten Umfeld oder auf eine direkt erkennbare Gefahr. Die Folge von dieser Veränderung oder von der Gefahr ist eine Aktivierung meines Organismus. Also das ist bei Hund und bei Mensch ähnlich. Deswegen kann man das auch bei beiden nahezu identisch erklären. Es gibt einen sogenannten gesteigerten Erregungspegel oder ein gesteigertes Erregungslevel. Das heißt, man ist wesentlich aufmerksamkeitsstärker und auch halt eben agiler, was das angeht. Und der Körper schüttet Hormone aus, hauptsächlich Cortisol und Adrenalin, die dafür sorgen, letzten Endes den Körper in eine Lage zu versetzen, um mit dieser neuen Situation bzw. der aktuellen oder akuten Gefahrenlage umgehen zu können. Was passiert da im Kern? Ist es eigentlich so, dass Adrenalin und Cortisol eigentlich dafür sorgen, dass Dinge, die jetzt, ich sag mal, lebensnotwendig sind, verstärkt werden, wie zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System, der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt. Es ist so, dass die Sinneswahrnehmung wird geschärft. Das heißt, ich kann besser und fokussierter sehen. Das ist der sogenannte Tunnelblick. Ich kann in der Regel auch besser hören. Das heißt, ich nehme mein Umfeld viel schärfer wahr. Und letzten Endes ist es halt eben dann auch so, dass im Gegensatz zu dem Normalzustand die körperlichen Funktionen nicht mehr oder weniger ausgeglichen sind, sondern dass zum Beispiel so Sachen wie die Immunabwehr des Körpers oder auch der Fortpflanzungstrieb bei Tieren, auch bei Menschen, auf ein Minimum, wenn nicht sogar gegen Null heruntergefahren werden, wenn wir unter Stress stehen. Ja. Kann sich jeder überlegen, jemand, der unter Stress steht, lange Zeit, ist relativ häufig krank. Häufiger als jemand, der entspannt ist oder der halt eben ausgeglichen ist. Das kann man auch ganz einfach daran feststellen. Ich arbeite in einem sehr stressigen Beruf, angenommen. Jetzt mache ich Urlaub, bin 3 Tage zu Hause und auf einmal bekomme ich eine Erkältung. Einfach so. Die ganze Zeit war ich gesund und jetzt auf einmal werde ich krank. Das ist halt eben die Art des Körpers, einem mitzuteilen, ey, pass auf, das, was du da vorher gemacht hast. Ich wäre schon vorher krank geworden, aber du hast mich ja nicht gelassen. Dadurch wurde das Ganze rausgezögert, mehr oder weniger. Die Immunabwehr ist halt eben geschwächt, dadurch, dass ich die ganze Zeit unter Stress stehe und jetzt bade ich das aus. Ja, weil jetzt kommt der Körper zur Ruhe und jetzt erholt er sich und durch diese Erholung wird das Ganze mit begünstigt. Das ist halt eben immer das Problem. Da ärgert man sich dann immer tierisch drauf, boah, jetzt habe ich Urlaub und bin krank. Toll. Wem das passiert, der soll sich mal die Frage stellen, ob er Stress hat. Die körperlichen Auswirkungen von Stress sind Ausschüttung Cortisol, hatten wir gesagt, Ausschüttung Adrenalin, gesteigerter Erregungslevel. Und das ist halt eben wichtig festzustellen, egal ob positiver Stress oder negativer Stress, die Auswirkungen körperlich sind immer die gleichen. Der Unterschied beim Mensch ist, dass positiver Stress in der Regel auch gute Laune macht und negativer Stress schlechte Laune. Ja, Lottogewinn freue ich mir den Arsch ab, wenn ich mit Auto zu Schrott gefahren habe, vielleicht nicht unbedingt. Ja. Das heißt, ich habe unterschiedliche Ursachen für die Stressauslösung, aber mit der gleichen Wirkung. Ja. Mein Körper wird überflutet mit Hormonen. Ich werde vom Erregungslevel halt eben deutlich aktiver. Und letzten Endes habe ich dann überschüssige Energie, die irgendwo hin will. Das Gleiche passiert halt eben auch mit dem Hund. Es gibt einen gesunden Stressablauf, denn Stress an sich ist für den Körper ganz elementar und ganz wichtig, denn der regelt halt eben vieles. Und Stress gehört zu unserem täglichen Leben dazu, ist auch überhaupt kein Problem, wenn es richtig abläuft. Es gibt am Anfang immer die sogenannte Aufmerksamkeitslenkung, das heißt, hu, da war was, da ist irgendwas. Danach wird das, was man da wahrgenommen hat, bewertet. Das heißt, es wird eingestuft. Ist es eine Gefährdung? Ist es keine Gefährdung? Und dann folgt in der Regel die Alarmreaktion, dass der Körper also ganz einfach festlegt, oh, von da droht Gefahr. Deswegen Adrenalin, Cortisol, Marsch. Und jetzt bereite ich mich vor auf Kampf oder Flucht. Ja, instinktive
Handlung des Körpers. Das heißt, ich bereite mich vor, ich merke, dass die Muskeln angespannt sind. Ich atme in der Regel flacher, mein Herzschlag ist höher. Ich bin extrem bereit für was immer da jetzt auch kommen mag. Und das ist alles völlig okay. Jetzt aber wichtig, dass wenn diese Situation dann geklärt ist und vor allen Dingen, dass sie auch geklärt werden kann, dass ich danach in die Erholungsphase eintrete. Das heißt, ich brauche danach Pause. Ja, weiß ich nicht. Also ich zum Beispiel, wenn ich mich erholen möchte, lege ich mich halt eben auch mal eine halbe Stunde auf die Couch, lese irgendwas oder lass Gott einen guten Mann sein, mach mal halt eben gar nichts und versuche auch dann mal an nichts zu denken. Ja. Hunde legen sich in ihr Körbchen oder gehen irgendwo hin, wo sie ihre Ruhe haben und versuchen da halt eben dann auch wieder zu Kräften zu kommen. Es gibt demgegenüber auch den gestörten Stressablauf. Der gestörte Stressablauf endet bei der Anpassung mit Flucht oder Kampf. Das heißt, wir haben hier den gesteigerten Erregungslevel erreicht, Cortisol, Adrenalin wurde ausgeschüttet, der Körper ist im Alarmzustand und was jetzt einfach ausfällt, ist die Erholungsphase. Das kann man zum Beispiel ganz gut sehen bei einigen Hundehaltern, die ihren Hund permanent bespaßen. Ja. Am Anfang findet der Hund das alles noch witzig, dann irgendwann bekommt er Stress, weil es zu viel wird. Das heißt, aus dem sogenannten positiven Stress, der aber auch Stress bedeutet, wird ganz schnell negativer Stress, der die Frustration erhöht und das Ganze halt eben noch schlimmer macht. Und letzten Endes fällt die Erholung jetzt aus. Das heißt, der Hund wird überfordert, weil er in einer Daueralarmreaktion gefangen ist. Ja? Von einem Ereignis ins nächste Ereignis getrieben. Die Erholung bleibt, wie erwähnt, aus und das führt dann im weiteren Verlauf zu Erschöpfung. Die Erschöpfung an sich wäre noch nicht einmal so schlimm, da könnte man den Hund noch relativ einfach rausholen. Aber was das Gefährliche ist, ist einmal die Option, dass der Hund krank wird. Ja, der wird krank, sowohl körperlich als auch geistig. Was aber wesentlich dramatischer ist an der Situation, dass das die Hunde sind, die dann halt eben tatsächlich auch ein sehr übergriffiges Fehlverhalten zeigen oder auch zeigen können. Nicht, weil die böse sind, das ist Quatsch. Die wissen einfach nicht, wohin. Ja, die haben so viel Energie aufgebaut und so viel Frustration, dass sie nicht mehr wissen, wohin. Und man hat ihnen nicht gezeigt, was sie damit machen sollen. Ja, zum Beispiel Hundebegegnung an der Leine ist ja immer wieder ein tolles Thema. Löst meistens bei den Haltern mehr Stress aus als bei den Hunden. Aber Tatsache ist, wenn der Hund nie gelernt hat, mit so einer Situation umzugehen, dann muss ich mich entweder darauf verlassen, wenn ich so vertrauensselig bin, dass der Hund das klärt. Dann habe ich auch meinen Job als Rudelführer scheiße gemacht. Oder aber ich weiß, wie mein Hund tickt und dann kann ich mich entsprechend und den Hund entsprechend vorbereiten. Zum Beispiel, ich lasse die Hunde hinter mir gehen oder ich nehme sie auf die abgewandte Seite, um ganz einfach den Druck daraus zu nehmen. Ja? Das sind so Möglichkeiten, wie man diesen Stress vermeiden kann. Ja. Von der Sache her ist es halt eben ganz einfach so, gerade bei diesen Begegnungen unterwegs an der Leine, dass man halt eben sich dann auch die Frage stellen muss, inwiefern führt das bei meinem Hund zu Stress, zu einer Überforderung und inwiefern kann ich das vielleicht von vornherein vermeiden? Ja. Die Kette, die wir hier sehen, von dem gestörten Stressablauf, mündet früher oder später in ein ernsthaftes Problem. Das ist anders nicht möglich. Das ist wie ein Schnellkochtopf, der immer mehr Druck aufbaut und wo das Sicherheitsventil kaputt ist. Ja. Irgendwann ist es zu viel, dann platzt der ganze Kram. Basierend auf meinen persönlichen Erfahrungen, aber wie gesagt, das ist jetzt nur das, so wie ich das mache. Das heißt nicht, dass andere das genauso machen sollen oder müssen oder dass ich der Meinung bin, nur das ist der Weg. Ich zeige euch einfach nur meinen Weg. Wer damit was anfangen kann, bitteschön. Die Dreierregel. Erstens, die Dosis macht das Gift, hatte ich schon mal gesagt. Wenn wir einen aufregenden Tag erleben, dann lassen wir den nächsten Tag generell ruhiger angehen. Das Gleiche haben wir, wenn wir jetzt wirklich an einem Tag mal aus irgendeinem Grund extrem viel Stress erleben, dann machen wir auch den restlichen Tag langsamer. Ja, das kann auch so weit gehen, dass wir sagen, wir lassen die Mittagsrunde mal ausfallen und gehen stattdessen nur in den Garten, ja, und entspannen da ein bisschen.
Das mache ich wirklich abhängig von den Hunden. Man sieht ja, wie die reagieren. Die liegen jetzt völlig entspannt, jeder in seinem Körbchen und werden sich vermutlich sagen, boah, hoffentlich hält der alte Macker bald endlich mal die Schnauze. Wir wollen pennen, aber die sind jetzt echt zufrieden. Und darum geht's. Die Regel sagt, dass Stresshormone, die sich heute bilden, auch heute abgebaut werden sollen im Idealfall. Ja, damit das alles so ein bisschen ausgeglichen ist. Und was es halt eben auch sagt, unnötigen Stress vermeiden, auch positive Dinge nicht ausufern lassen. Das heißt, wenn ich einen Hund lobe, dann lobe ich den, aber ich schreie dann hier nicht rum in den höchsten Tönen und überschütte den Hund mit Lobeshymnen und Gesängen in einem schrillen Ton, dass dem die Ohren wegfliegen, weil auch das ist zu viel. Und wenn man das Positive zu stark betont, dann hat es keine Wirkung mehr. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das schlägt dann ins Gegenteil um. Deswegen, Thema unnötigen Stress vermeiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, in einer Stunde kommt die Post und die Post klingelt und ich weiß halt eben, dass Robby gerne mit zur Tür geht, nicht weil er sich da rausdrängelt, sondern der guckt einfach zu, wie ich das Paket bekomme, in der Hoffnung, neue Leckerlis. Dann vermeide ich Stress, indem ich Robby zum Beispiel erlaube, mitzugehen, aber zu meinen Bedingungen. Das heißt, er darf auch gerne mal bellen, wenn es an der Tür klingelt, habe ich kein Problem mit, aber ich gehe vor. Das heißt, er bleibt im Hintergrund, er drängelt sich auch nicht an mir vorbei, er hat auch kein Recht, den Gast, den Postboten zu begrüßen. Wir haben hier tatsächlich einen Postboten, der findet unsere Hunde genial und der fragt dann ab und zu mal, ob er streicheln darf. Und dann nehme ich Robby und hole ihn ran. Und dann lasse ich das auch zu, wenn der Hund das will. Aber ich sag mal, der falsche Ansatz ist, wenn ich jetzt oder wäre, wenn ich jetzt es klingeln lasse und warte dann, bis Robby sich erhebt und zur Tür geht und versucht, das Thema zu klären. Ja, nach dem Motto, der schon wieder, hau ab. Das ist nicht sein Job, das ist mein Job. Und so kann ich halt eben den Stress schon direkt vermeiden, bevor er überhaupt entsteht. Ja, dann ist halt eben ganz wichtig, als zweiter Punkt die Stresstoleranz zu erkennen. Das ist leider nicht immer so einfach, weil erstens ist ja die Frage, was für einen Hund oder was für Hunde habe ich, wo kommen die her, kenne ich die Geschichte überhaupt? Sofern ich die kenne, das ist ja immer so, ja, das Wunschszenario, dann kann ich mir die Frage stellen, okay, was für Eigenschaften hat der Hund geerbt? Welche Erfahrungen hat er als Welp oder Junghund gemacht? Und dann natürlich die individuelle Reitschwelle in Erfahrung zu bringen. Das kann ich zum Beispiel, indem ich schaue, wie reagiert denn der Hund nach so einer Trainingseinheit oder auch während der Trainingseinheit? Zeigt er mir Beschwichtigungssignale? Wird es zu viel? Versucht der Abstand zu gewinnen? Wie reagiert er auf Lob? Ja? Wie reagiert er während und nach dem Gassigehen? Ist er zufrieden? Chris zum Beispiel hat sich jetzt angewöhnt, wenn wir vom Gassi gehen wieder zurück sind, stehen die zwei erstmal vor der Tür und müssen warten, bis ich die Tür aufschließe. So, jetzt bin ich ja nicht der Schnellste. Also warten die kurz. So, Chris macht es dann ganz einfach, weil er merkt, oh, ich muss hier kurz warten. Das ist für ihn Stress. Er setzt sich hin. Ja, das ist okay. Weil in dem Moment hat er was gefunden, wo er halt eben sagt, okay, ich habe in dem Moment Stress. Wenn ich mich hinsetze, geht es mir besser. Und das ist in Ordnung. Und sobald wir dann reingehen, wartet er vorne im Flur, bis ich ihm das Geschirr ausziehe. Danach geht er was trinken, dann geht er in sein Töpfchen oder Körbchen, legt sich hin und dann dauert es 5 Minuten, dann schnarcht er. Erholungsphase. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und Erholungsphase beim Hund heißt, nach Stress, dass der wirklich entspannt ist. Und das heißt also zum Beispiel nicht, dass der sich hinlegt, dann wieder aufsteht, dreht, hinlegt, aufsteht, woanders hinlegt, aufsteht, woanders hinlegt, sondern der klemmt sich mit seinem Hintern auf seinen Platz und bleibt dort. Ja. Dann nur haben die eine Chance, in die Entspannung reinzugehen. Wenn die dann immer so hin und her tigern, dann stimmt was nicht. Dann sind die meistens noch zu aufgedreht oder es ist was anderes im Magen. Saubere Beobachtung ist die halbe Miete. Ich weiß, das hört sich immer so, weiß ich nicht. So einfach an. Aber es ist auch einfach. Ja, die meisten denken immer, ein Hund zu lesen ist ein Hexenwerk. Da muss man irgendwas Besonderes für können. Nee, muss man nicht. Man muss einfach nur ein bisschen beobachten können.
Man muss es in Einklang bringen mit dem normalen Verhalten. Und das dauert eine gewisse Zeit, bis man das raus hat. Ja, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man sich mit seinem Hund im Prinzip völlig normal unterhalten und weiß, wann fühlt er sich wohl, wann fühlt er sich nicht wohl. Und vor allen Dingen weiß man auch, wenn es Situationen gibt, in denen er sich nicht wohl fühlt, wie viel von diesem Nicht-Wohlfühlen kann ich dem Hund zumuten, bevor es für ihn kritisch wird. Ja? Das ist mein Job als Rudelführer, das rauszufinden und dafür zu sorgen, dass es denen gut geht. Ja, genau. Hier ist die liegen da, als wären sie tot. Ach, wie schön. Ja, und dann das Dritte ist dann die Entspannung hier nochmal zusammengefasst. Also ausreichend Ruhephasen einplanen. Das heißt, immer abhängig vom Alter und Charakter des Hundes. Es wäre natürlich genauso stressfördernd, wenn ich einen aktiven Hund habe und sag morgens erstmal, ach, weißt du, nö. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus, wir haben Wochenende, wir bleiben mal die nächsten 3, 4 Stunden hier liegen und machen mal gar nichts. Das wäre für so einen Hund absolut grausam. Ja? Deswegen muss man seinen Hund kennenlernen und feststellen, was braucht der denn, damit es nicht zu viel und nicht zu wenig wird. Ja. Genau, da liegt ja einer, der hat genau genug. Dann, wie ich es eben gesagt habe, mit dem Hin- und Her-Tigern, also nicht nur entspannen ist wichtig. Entspannen können die auch, wenn die auf so einem Körbchen liegen oder in so einem Körbchen liegen oder irgendwo in der Ecke. Die müssen aber auch zur Ruhe kommen. Das heißt abschalten. Ja, und beides kann und muss gelernt werden. Das heißt, im Idealfall hat man natürlich einen Hund, der ist so solide und mental gefestigt, dass er weiß, wie er zur Ruhe kommt. Ja, aber es gibt viele Hunde und ich habe das Gefühl, es werden immer mehr, die das halt eben nicht wissen. Denen kann man das beibringen. Es gibt also im Internet oder in einer guten Hundeschule gibt es mehr als genug Trainingsprogramme und Möglichkeiten, da was zu machen. Wichtig ist nur hier, da darf man es auch wieder nicht übertreiben, denn auch das ist wieder eine Form von Stress, weil man ja die Aktivität fördert durch das Training. Ja, also da muss man immer ein bisschen gucken. Das Einfachste zu dieser Dreierregel ist, beobachte deinen Hund, lern ihn kennen und einschätzen und dann guck einfach, was ihm gefällt. Ja, jeder Hund ist individuell, so wie jedes Kind, so wie jeder Mensch. Deswegen stellt man sich dann einfach auf den Hund ein. Zusammengefasst ist es wirklich ganz einfach. Es gibt keinen Unterschied zwischen positivem und negativem Stress für den körperlichen Ablauf. Das ist alles das Gleiche. Wichtiger als Stressabbau ist die Stressvermeidung. Ja? Weil Stressabbau bedeutet auch wieder Alternativprogramm, Training, Konditionierung. Das kann auch wieder bei einem Hund in die falsche Richtung gehen. Und deswegen ist es immer wesentlich einfacher und auch meiner Ansicht nach besser, wenn ich Stress von vornherein vermeiden oder, wenn das nicht geht, minimieren kann. Ja? Das ist so das, was man da insgesamt zusammenfassend sagen kann. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch für das erste Themenvideo. Chris und Robby bedanken sich für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid, wie gesagt, eingeladen, gerne hier in den Kommentaren zu diskutieren und eure Meinung oder eure Erfahrungen auch auszutauschen. Ich bin dafür alles offen und freue mich immer, wenn jemand da wirklich was hat, was er teilen will. Denn ich sag mal, letzten Endes ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und wir alle, die ein Tier haben in irgendeiner Form, wollen ja, dass es diesen kleinen Quälgeistern, diesen kleinen süßen Quälgeistern gut geht. Genau, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Abend.